Thomas C. Crocker. Die Elfenkönigin. In Tipperary liegt ein Berg, so seltsam gestaltet wie keiner auf der Welt. Seine Spitze besteht aus einer kegelförmigen Kuppe und auf dieser stand einst ein kleines schönes Haus, das mittlerweile wohl verödet ist. Der Berg und das ganze Gebiet drumherum gehörte allerdings seit urdenklichen Zeiten dem stillen Volk, den Elfen. Und diese waren alles andere als begeistert darüber, dass der Rasen, auf dem sie sonst so fröhlich und luftig umhergesprungen waren, von den schweren Klauen der Ochsen und Kühe zertreten wurde. Ihre feinen Ohren konnten das Gebrüll der Tiere nur schwer ertragen, und so entschloss sich die Königin des Volkes, die Ankömmlinge zu vertreiben. Als die Erntenächte kamen, der Mond über den Berg sein Licht ausgoss, das Vieh still und gesättigt auf dem Boden lag und der Hirte, in seinen Mantel eingewickelt, hin und her sinnend sich der Gesellschaft der Sterne erfreute, die über ihm flimmerten, zeigte die Königin sich dem Mann in verschiedenen, aber immer hässlichen und furchtbaren Gestalten. Plötzlich und unheilvoll erschien sie in der dunklen Nacht als ein mächtiges Ross mit Adlerflügeln und einem Drachenschweif. Laut zischend und Feuer ausatmend, drohend vor dem armen, vor Angst zitternden Mann. Plötzlich aber verwandelte sie sich in ein kleines Männchen, lahm an einem Bein, mit einem großen Ochsenkopf und von einer lodernden Flamme umkreist. Die Augen versprühten Glut und Feuer. Ein unheimliches Heulen und Jaulen durchzog die Nacht, und der zitternde Mann verbarg voll Furcht sein Gesicht unter seinem Mantel. Doch dies half ihm recht wenig, denn die Elfenkönigin lachte nur, hauchte ihn mit ihrem eisigen Atem an, und der Mantel, den er mit aller Kraft vor die Augen drückte, war weggeblasen. Wie versteinert stand der arme Kerl da. Er konnte nicht einmal die Augen verschließen, denn eine unbekannte Macht fesselte, bannte ihn, und so musste er diese schreckliche Gestalt ansehen, bis seine Haare zu Berge standen und die Zähne im Munde klapperten. Das Vieh aber riss aufgescheucht aus und verschwand im Dunkel der Nacht. Der Spuk dauerte, bis die Sonne über den Hügeln aufging. Jede Nacht erschien die Elfenkönigin, immer in einer grausigen Gestalt, und brüllte oder wieherte, heulte, krächzte, lachte und jaulte. Die armen Tiere magerten aus Mangel an Ruhe ganz ab, und auch das Futter wollte bei ihnen nicht anschlagen. Dazu kam ein Unfall auf den anderen. Keine Nacht verging, ohne dass nicht einige der Tiere in einem Sumpf stecken blieben, in einem Fluss ertranken, lahmten oder einfach tot umfielen. In der ganzen Umgebung, in allen Dörfern und Höfen hörte man des Nachts den Spuk, das Heulen und Brüllen, und die Menschen wagten es nicht mehr, sich dem Berg im Dunkeln zu nähern. Und schließlich fand sich auch kein Hirte mehr, der bereit war, in der Nacht draußen beim Vieh zu wachen. Die Menschen tuschelten nur noch hinter vorgehaltener Hand über diesen verwunschenen Berg und seiner bösen Hexe.
Der Eigentümer des Weideplatzes war verzweifelt und wusste nicht, was er tun sollte. Er bot doppelten, dreifachen, ja vierfachen Sold. Aber kein Geld konnte irgendjemanden dazu bringen, auch nur eine Nacht mit dem Vieh auf dem Weideplatz zu verbringen. Die Elfenkönigin selbst freute sich über den glücklichen Erfolg ihres Unternehmens und ließ mit ihrem Spuk nicht nach. Da die Herde immer kleiner wurde und kein Mensch mehr wagte, in dem Bereich der Geister zu verweilen, kam das stille Volk in großer Anzahl zurück. Jetzt sprangen sie wieder so lustig wie sonst umher, berauschten sich an den Tautropfen der Eicheln und feierten ihre Feste unter den geräumigen Schirmen der Pilze. Der arme, verwirrte Landmann wusste um sein Leben keinen Rat. Sein Vermögen nahm von Tag zu Tag ab. Seine Leute waren in Furcht verjagt und der Termin, wo er die Pacht bezahlen sollte, rückte herbei. Traurig, verzweifelt und trübsinnig ging er eines Tages die gewundene Landstraße Richtung Thurles. In dieser Gegend lebte ein junger, wilder Mann namens Lance Hallahan, der die Pfeife besser blasen konnte als sonst irgendjemand in der Grafschaft. Über Lance erzählte man sich in der Gegend, dass er vor gar nichts Angst habe. Er würde sich einem wütenden Ochsen entgegenstellen, alleine gegen einen ganzen Jahrmarkt kämpfen und es selbst mit dem Höllenfürsten persönlich aufnehmen. Und wie es der Zufall wollte, begegnete der verzweifelte Landmann genau diesem jungen Draufgänger. Neugierig fragte dieser nach der Ursache des Kummers. Und so erzählte ihm der gebeutelte Pächter des verhexten Landes sein Leid. »Wenn's weiter nichts ist«, rief Hallahan lachend, »so gebt eurem Herzleid den Abschied. Selbst wenn mehr Elfen auf dem Berg leben würden als Kartoffelblüten in Thurles, so würden sie mich nicht in die Flucht schlagen. Und auch deren Königin, und hätt sie auch noch so viel Hexenkraft, kann mir nicht das Fürchten lehren. Ich weich vor keinem Gespenst auch nur einen Daumenbreit zurück.« »Ihr würdet mir helfen?« fragte der Landmann hoffnungsvoll. »Das werde ich, mein Freund. Und nun sag dem Trübsinn Lebewohl.« »Wenn du deine Worte wahr machst und meine Herde auf dem Rücken des verzauberten Berges hütest, so werde ich auf ewig dankbar sein. Und deine Hand soll so lang in meine Schüssel tauchen, bis die Sonne zu einem dünnen Lichtchen herabgebrannt ist.« Und so ward der Handel besiegelt, und die beiden machten sich auf den Weg zum Haus auf der Kuppe. Der glückliche Landmann versorgte Lance mit Speis und Trank und zeigte ihm alles. Aber als der Mond hinter dem Felsen hervorkam, wünschte er viel Glück und verabschiedete sich. Lance Hallahan hingegen ging hinaus zu den Tieren auf dem Berg. Er nahm oben einen Sitz auf einem großen Stein unter einer Höhle, den Rücken gegen den Wind und holte seine Pfeifen hervor. Aber er hatte noch nicht lange darauf geblasen, als er fühlte, dass er nicht mehr alleine war. Er spürte die Veränderungen in der Luft, eine Art Kribbeln, Magie aus einer anderen Welt, und hörte ein Raunen und Wispern, sanft wie ein leiser Strom von Musik. Was? Was? Wieder ein Mensch in unserem Reich, in unserem Reich. O Herrscherin, o Herrscherin, lass ihn seine Verwegenheit spüren. Lance fühlte sanfte Bewegungen um sich herum, gleich einem Mückenschwarm.
aber er fühlte eigentlich nichts Bedrohliches. Doch das änderte sich nach kurzer Zeit. Irgendetwas Unheilvolles wuchs und wuchs. Und plötzlich sah er zwischen sich und dem Mond eine große, schwarze Katze, die auf den Spitzen ihrer Pfoten stand, einen krummen Buckel machte und fauchte. Und diese Katze wurde größer und größer, bis sie bis zu den Wolken reichte und mit funkelnden Augen auf den Mann herabsah. Ihr Fauchen glich jetzt einem Donnergrollen. Dann begann sich das Wesen plötzlich auf dem linken Hinterbein zu drehen. »Nur zu, mein Schatz«, rief Lance. »Willst du tanzen, so will ich pfeifen.« Und er setzte an. Da wandelte sich die Königin von einer riesenhaften Katze zu einem brüllenden Drachen. Doch der junge Lance Hallahan blies weiter seine Pfeifen und lachte zwischendurch. Und so ging dieser merkwürdige Zweikampf weiter. Die Elfenhexe wandelte sich mal in dieses, mal in jenes Ungeheuer. Aber Lance blies immer zu, ohne sich Angst machen zu lassen. Zuletzt verlor sie die Geduld und verwandelte sich in ein kleines, süßes Kälbchen, so weiß wie Milch und mit Augen so sanft wie die einer holden Liebsten. Sie kam spielend und schmeichelnd herbei und dachte, ihn mit Güte von seinem Geschäft abzubringen, um ihm dann einen Streich zu spielen. Aber Lance war nicht zu überlisten, durchschaute ihre Arglist und sprang, als sie ihn umschmeichelte, blitzschnell auf ihren Rücken. Wenn du vom Gipfel des Elfenberges westwärts zum Weltmeer schaust, so erblickst du den königlichen Fluss Shannon, wie er in stolzem Lauf durch die Stadt Limerick fließt, um sich endlich mit dem Ozean zu vermischen. Die Elfenkönigin wollte ihren vermeintlichen Vorteil nutzen und sprang von der Spitze des Berges in einem gewaltigen Satz über den Shannon. 50 Boote schwammen hin und her auf dem lieblichen Strom, und der Gesang der Fischer stieg fröhlich von den Ufern in die Höhe. Mit rasender Geschwindigkeit zischten sie dahin, durchflogen in einer Sekunde 3 volle Stunden. Schließlich, auf einer weit entfernten Wiese, landete die Königin, schlug aus und warf den Mann auf das weiche Gras. Der Mond schien hell auf sie herab. Lance Hallahan stand lachend auf, strich sich durch die Haare und rief: »Wahrhaft gut gemacht, Geisterkalb! Das war kein schlechter Flug!« Da verschwand das Kalb und die Königin stand in ihrer wahren Gestalt vor ihm, wunderschön und anmutig und von unirdischem Zauber umgeben. Sie betrachtete ihn einen Augenblick nachdenklich. Dann sprach sie: »Lance Hallahan, du bist ein wahrhaft mutiger Mann. Traust du dich auch, den Weg zurück mit mir zu reiten?« Und erneut lachte der junge Mann und stimmte zu. Sie verwandelte sich wieder. Lance setzte sich auf den Rücken des weißen Kalbs und mit einem zweiten, gewaltigen Sprunge flogen sie auf die Bergspitze zurück. Dort wandelte sie sich erneut in ihre natürliche Gestalt. »Lance Hallahan, du hast dich so unerschrocken gezeigt, dass, solange du die Herden hier auf diesem Berg hütest, du weder von mir noch von einem der meinigen bedroht werden sollst. Der Tag bricht an. Gehe hinab zu deinem Herrn und sage ihm dies. Und wenn du noch sonst einen Wunsch hast, will ich ihn erfüllen.« Der Mann verbeugte sich in tiefer Dankbarkeit vor der Königin, wollte aber keinen Wunsch erbitten, da er vollkommen zufrieden war. Mit einem letzten Blick verschwand die Herrscherin des stillen Volkes. Aber sie hielt Wort. Solange Lance lebte, zeigte sie sich nicht mehr auf dem Berg. Er aber blies zufrieden seine Pfeifen, trank auf seines Herrn Kosten, ruhte sich hinter dem Ofen aus und sah dann und wann nach der Herde. Eines Tages starb er nach einem langen Leben und ward in einem grünen Tal der schönen Landschaft Tipperary begraben. Ob
das stille Volk nach seinem Tode wieder auf den Berg gezogen ist, das kann ich euch leider nicht sagen.